Hallo Leute, willkommen zu einem Rocket League Match. Der Frunsch, oder nein, Frobbel heißt er ja, ist auch wieder dabei. Hallo Frobbel. Hi. Ja, also wir werden jetzt natürlich wieder gewinnen, wie immer. Jetzt habe ich dafür noch eine Glanzparade bekommen. Ja, ich bin dran vorbeigehen. Flogen nicht, aber ich bin dran vorbeigehen. Den habe ich jetzt auch dran vorbei geschickt am Tor. Hier. Ja, gut. Konnte ich jetzt nicht so gut verwandeln. Leider. Was für eine Taktik verfolgst du eigentlich, wenn du von einer Seite zur anderen Deutsch kommen willst, ganz schnell? Ich springe einfach. Also immer so. Salto. Vorwärtssprung, ja, ja, so eine Art Salto, ja. Ups, sorry. Ja, ist cool. Ja. Also, ja, dann. Wenn wir mal versuchen, hier Ups zu gewinnen. Ich fand immer so diese Sideflips. Ich habe ja extrem lange mit dem Batmobil gespielt. Ja. Das ist eigentlich eine sehr gute Methode, weil wenn du mit dem Batmobil im Ball von vorne erwischen willst, erwischst du ihn eigentlich schon fast automatisch von oben, weil es halt so flach ist. Und so, dann halt mir irgendwann diese Sideflips angewöhnt, um den Ball schön nach vorne zu bewegen. Und die verwende ich halt immer noch. Mhm. Ja. Ist sicher auch eine gute Variante, ob das jetzt schneller ist. Ja, wahrscheinlich schon, aber nee. Das Problem ist halt, wenn du den Doppelsprung einsetzt, also den Doppelsprung nach vorne, also diesen schnellen Salto, dann bist du danach immer noch schnell. Und beim Zeitflip bist du halt im Flug wahrscheinlich schneller, wenn du den richtig einsetzt, aber danach musst du perfekt landen und ist extrem schwer. Also nicht extrem schwer, aber du hast dann fast nie diesen extrem schnellen Boost, wo du dann auch die Spur hinten hast. Mit denen du auch Leute zerstören kannst. Ja. Okay. Da habe ich das den Gegnern schön in die Mitte gespielt, aber da waren sie zum Glück nicht da, um den Netz zu schießen. Okay, das war sehr schön vorbeigeflogen, ja. In der Tat? Nein, kein Eigentor, bitte nicht. So. Wird nichts mit dem Gewinn, ne? Müssen wir schon ein bisschen besser anstrengen. Dann halt unentschieden, was mache ich denn da? Ich habe eine Volleytreppe bekommen, ich habe den Ball nicht beeinflusst. Das ist immer sehr schön, wenn du den Ball berührst, aber den nicht beeinflusst. Ja, aber naja, wenigstens Volleytreppe, also passt der schon. Auf geht's. Nein! Ach man, das muss ich noch üben. Hätte es mir auch einfach verlassen können, ich war dran. Ich hatte auch letztens so eine Aktion, ich habe einen Ball vors Tor gespielt und wollte dann ein Tor schießen. Mein Mate kommt über das Tor klar und schießt drüber, das fand ich dann nicht so nett. Nein, das ist glaube ich nicht so nett, ne? So, jetzt führen wir aber, das ist jetzt schon mal ganz gut. Ich bin der Schlechteste aus dem Spiel und ich bin Veteran. Das heißt, ich bin auch der Ranghöchste eigentlich. Das ist ein bisschen traurig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das traurig finden muss. Dann kannst du ja noch besser sein. Okay. Ja, mal gucken. Aber geht nicht dran. Gut. Ja gut, also ich habe mich da jetzt auch nicht viel bewegt. Ich musste den ja reinlassen, weil damit ich noch die Gelegenheit habe, ein Tor zu schießen. Stimmt, hast recht, ja. Wir müssen es natürlich noch in die Verlängerung schaffen. Schön, da kannst du noch ein Golden Goal schaffen. Genau, das gibt dir nochmal einen extra Punkt. Ich glaube 30 oder so, ja. Oder 20. Juhu, ich habe sogar mal ersten Ballkontakt. Wie schön. Erster Ballkontakt bringt dir eigentlich 90% der Fälle nichts, weil der Ball dann fast immer in deine Richtung fliegt. Ja, aber das war jetzt 10% der Fälle. Ja klar, es ist halt ab und zu so. Es ist meistens so, dass du, wenn du erst einen Ballkontakt hast, gegen den Gegner schießt und dann der in deine Richtung geht. Nur selten hast du Glück, dass du gegen den Gegner schießt, der Ball dann wieder zu dir abprallt und dann in die gegnerische Hälfte geht. Schon, ja. Und manchmal passiert es so, dass sie genau gleichzeitig... Was ist das? Das war ein bisschen blöd von mir. Also, ich wollte sagen, manchmal passiert es auch, dass ihr gleichzeitig den Ball berührt und dann bleibt er in der Mitte und springt nur ein bisschen nach rechts und nach links. Ja, ich bin wieder schön dran vorbeigefahren. Ganz toll. Wenn du ein Tor schießt und der Ball davon nicht den Boden, also wenn du ein Tor schießt, ohne dass der Ball den Boden berührt, dann wird das Tor, da steht ja unten in Geschwindigkeit, das ist dann Kilometer pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde. Ja. Und wenn der Ball den Boden berührt, dann wird es
in Meter pro Stunde oder halt in, ja, Meter pro Sekunde, keine Ahnung, ich glaube, das kannst du irgendwo einstellen, umgerechnet. Aha, okay. Oder andersrum, also dass es normalerweise Meter pro Stunde ist. Also eigentlich auch ganz lustig, dass es immer geändert wird, wenn der Ball berührt. Besser jetzt der Ausgleich. Aber jetzt hatte ich nicht den ersten Ballkontakt, aber trotzdem ist der Ball wieder in unserer Hälfte. Wie gesagt, es hat dann wahrscheinlich, weil ihr ungefähr gleichzeitig angekommen seid. Ja. Ich habe auch herausgefunden, wie du immer erste Ballkontakt haben kannst. Und zwar, wenn du hinten fährst und dann kurz davor W und Q bzw. W und E drückst, wenn du die Standard-Einstellungen hast, und einen Doppelsprung machst, bzw. wenn man auf Xbox spielt oder auf PlayStation den Control-Stick nach vorne und in der Luft sich rollt, also mit den Arrow-Tasten, die muss man dafür, ich weiß, für PlayStation noch manuell einstellen. Ja. Dann hat man so einen extrem schnellen Sprung nach vorne, mit dem man auch immer Erster wird. Also fast immer ersten Ballkontakt hat, wenn man den richtig timet. Also jetzt, das Match haben wir jetzt nicht ganz gewonnen. Mein Lieblings sind die Flammenwerfer oder Hydro. Ja, Flammenwerfer sind auch echt nicht schlecht. Ich finde Flammenwerfer besser als Thermal oder als die Standards, weil die Standards diese graue Spur hinterlassen, was mir nicht gefällt. Mhm. Und die Thermals werden hinten so dick. Das mag ich auch nicht. Und also die werden dick und dunkler. Manchmal kommt es mir so vor, als wären die Thermals, also ich habe ja einen drin, nur so eine Aneinanderreihung von Bildern. Also manchmal sieht es echt ein bisschen kacke aus. Es gibt ja auch diesen einen Boost, diesen Pixel-Boost, oder wie der heißt. Das ist so Minecraft-Boost oder so, keine Ahnung. Der ist einfach nur komplett pixelig. Super. Das ist ja was für dich. Wie gesagt, ich habe extrem lang Minecraft gespielt. Ja. Gut ist halt am Batmobil, dass es perfekt zu meiner Spielweise passt mit diesen Sideflips. Ja. Ich muss so gerade so etwas lachen, weil dieses Tor, das... ich sag mal... Hätte nicht sein müssen. Ja, aber ich meine, das kann man jetzt eigentlich auch eher vergessen, lieber. Ich finde es zwar lustig, weil... Hallo? Klasse, ich will jetzt keinen Namen. Es gibt ja so Autos, praktisch, wenn... du hast ja den ganz normalen Boost, da kommt halt irgendwas bei dir hinten raus. Und meistens ist bei den Autos, wo du nicht viel customizen kannst, also beim Batmobile, beim DeLorean, Back to the Future Auto und so, da, wenn du dann diesen Boost hast, wo hinter dir so ein Schweif ist, da sieht man dann aber auch noch den anderen Boost. Also den, wo du halt drücken musst. Ah, okay. Aber dieser Boost, wo ein Schweif ist, wir nennen mal Zerstörungsboost, weil du nur mit dem Boost auch Autos zerstören kannst. Du kannst ihn ja auch zum Beispiel erhalten, wenn du ganz oft hintereinander einen Salto machst. Also was heißt ganz oft, 2 oder 3 Mal. Ja. Und dann gibt es wirklich Leute, die denken, du hackst, weil du halt ganz oft hintereinander, weil du halt diesen Boost noch hattest und den für längere Zeit. Weil es ein bisschen kompliziert, verstehst du nicht ganz so, was ich meine, oder? Also, ungefähr. Also sie sagen so, es sieht dann halt so aus, als hättest du länger Boost gehabt. Mhm, also als eigentlich möglich. Weil es halt hinten noch wie Boost aussieht, aber ist es kein Boost. Für alle, die mir jetzt nicht folgen konnten. Aha, okay. Ja. Durchaus. Hä? Darf ein Bodytreffer? Rocket League Logik. Ja. Das müssen wir auch holen. Ja, wirklich. Ups. Aber alles, was ich hier irgendwie mache, ist die Gegner rammen. Ja gut, habe ich gesagt. Ja, das sieht gut aus. Lass mal Tor machen. Ist so. Wolltest du mir den Ball, wolltest du das Tor hören? Nein, ist immer cool, wenn man hinterher springt. Das sieht so toll in der Wiederholung aus. Jetzt, schau mal. Schau, siehst du es bei mir? Da ist es hinten noch so ein Boost. Das sieht man gleich. Bei mir. Ja, ich hab's gesehen. Aber wo, da ist immer noch so ein anderer Boost und den sieht man eigentlich nur, wenn man den Boost auch wirklich drückt. Aha. Das meinte ich. Okay, ja. Hast du vielleicht unter Umständen? Ja, hab ich. Auch nicht. Ja, aber ich hab sogar eine Parade dafür bekommen. Ja, du hattest den, ja.
bin da mal extra stehen geblieben. Okay, nein, eigentlich glaube ich, es wäre besser gewesen, wenn ich gefahren wäre. Oh, ein böser Smiley, das ist ja ziemlich schön. Ein trauriger. Ja, ich meine traurig, ist ja das gleiche. Wir sind zwei. Ach, ich muss gefahren, egal. Emotionen. Yay. Ich habe zwar nicht meine Punkte angeschaut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe extrem wenige Punkte. Du hast 30. Ja, sag ich ja. Ich fliege aber auch die ganze Zeit vorbei. Aber was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, warum braucht man dafür Discord? Weil Discord ist doch eigentlich nur eine Sprachchat-App irgendwie und nicht so Hacker-App, oder? Ja, weil dieser Entwickler ist irgendwie über Discord verbreitet oder so, keine Ahnung. Ah, okay. Also du kommst da so, es gibt ja so Discord-Gruppen, ne? Ja. Und wenn du auf so einen Link klickst, also da kann ich mal auf den YouTuber Llama Surf verweisen, der hat es ganz schön erklärt in deinem Video. Vielleicht lass auf jeden Fall einen Link da. Wenn du auf so einen Link klickst, dann kommt halt in diese Discord-Gruppe rein. Vorausgesetzt, du bist für Discord angemeldet. Ja. Und, oh, wir müssen noch ein Tor schießen, egal. Und dann in dieser Gruppe kannst du dann mit anderen Leuten chatten und machst du den? Schön. Besser, der Ausgleich. Das hat mich auch noch überholt. Auf jeden Fall. Dann kannst du mit anderen Leuten chatten oder du kannst auch so ein Hashtag Download geben. Da kannst du entweder eine Exe oder eine ZIP-Datei runterladen. Yeah. Die Exe wurde bei mir von meinem Virenscanner geblockt, deswegen habe ich mir die ZIP-Datei runtergeladen, muss einfach entpacken und dann die Alpha-Console.exe ausführen. Und dann hast du Alpha-Console. Ja, das ist super. OMG, Tor ist frei, aber ich mache ihn nicht. Doch. Ja, also nein, ich mache ihn nicht, aber du machst ihn, passt schon. Besser, wir führen auch mal. Okay, also ich denke mal, ich würde das Match jetzt als gewonnen abstempeln. So. Geht noch ein Tor, komm schnell. Ja, gut. Oh Mann. Ja, hätte es fliegen müssen. Hätte ich vielleicht, aber das wäre vielleicht auch etwas daneben gegangen. Ach cool, jetzt auch mal gewonnen. Nice. Das bin ich ja gar nicht gewöhnt so. Er schreibt Idiots, ja. 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 Oh nice, aber ich habe eine sehr seltene Raketenspur gekriegt. Die heißt Schatz. Welche? Wie bitte? Schatz heißt die. Schatz. Die ist ganz lustig, die hat ein Easter Egg, wenn es die ist, die ich glaube. Kannst du danach mal anlegen? Ich glaube, die hat so Goldmünzen. Wenn es die ist, die hat ein ganz lustiges Easter Egg. Und zwar ist auf der Seite von diesen Goldmünzen ist so ein Fisch. Und den Fisch kannst du auch auf so einer Map antreffen. Oder da stand was drauf, ich weiß nicht, eins von beiden. Wie gesagt, Rocket League, also Psyonix, versteckt extrem gern Easter Eggs. Zum Beispiel auch auf dieser Map Aquedome, da ist dieses Wrack. Und das Wrack ist eine Map von Super Sonic irgendwie Acrobatic Battle Cars, also halt im ersten Match. Vor dem also im ersten Spiel von Psyonix. Ja. Und dieses Schiff ist dann halt die Map von dem. Kann man anschauen, wenn du mal auf Aquedome spielst und das Wrack siehst. Ja. Ja. Ja, ein ganz lustiger Easter Egg. Oder zum Beispiel auch bei Octane, bei irgendeinem Aufkleber, da steht so ein komischer Code drauf. Und der war früher, der ist irgendwie das chemische Symbol für den Stoff Octane. Keine Ahnung, ich kenne mit Englisch nicht so gut. Also ich kenne schon, also ich kann Englisch, aber ja, ich weiß ja nicht, was das genau ist. Aber wenn ihr es mal googeln wollt, was das genau war, weiß ich. Aber wenn ihr mal auf Google Octane eingibt, dann werdet ihr das wahrscheinlich finden. Mhm. Oder auch Octane hieß früher Pepe, das finde ich ganz lustig. Also das Auto hieß Pepe. Wie gesagt, da kann ich auch wieder auf diesen YouTuber Llama Sir verweisen. Llama mit Doppel-L. Der hat so eine Serie gemacht. Übrigens bringt auch der Konami-Code bei Rocket League was. Der bringt aber relativ vielen Spielen was, bei Rocket League auch. Da bekommt ihr eine versteckte Antenne. Hat er jetzt, der hat fast ein Eigentor gemacht. Dann müsst ihr vor dem Spiel eingehen. Das heißt, bringt dich, stellen jetzt auf Optionen, also auf Einstellungen drückt und jetzt Konami-Code eingibt. Yeah. Müsst ihr, bevor irgendwas passiert, müsst ihr den eingeben und dann bekommt ihr diese versteckte Antenne. Und ihr bekommt den Screen von diesem besagten Spiel, Super Sonic Battle Cars. Ja. Yeah.
Okay, dann. Das ist eigentlich ganz lustig. Sollen das mal meine Zuschauer machen? Hast du es schon mal gemacht? Ich war immer zu langsam. Und bei mir hat es auch nie wirklich funktioniert, weil ich den Code nie auswendig wusste. Ach so, okay. Ups. Ja, die dürfen auch mal ein Tor machen, was? Relativ viele andere große, zum Beispiel John Sandman. Ja, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, also mit diesem Rocket League und so, dann findet man eigentlich ganz coole Videos auf YouTube. Vor allem die E-Sports-Leute, wenn man was lernen will in Rocket League, ist das eigentlich ganz hilfreich. Hast du da auch schon was gelernt schon, oder? Nee, ich bin immer noch schlecht. Ach so. Aber was ich wirklich schade finde bei Rocket League ist, dass diese Name da, dieses Veteran oder so, das ist ja eigentlich nur die Spielzeit. Ja. Manchmal wird er davon so verarscht. Ich habe also gegen einen Anfänger gespielt mit so einem anderen. Also gegen zwei Anfänger und mein Mate hat schon so Easy Win geschrieben, also Ed's Win. Und der eine Anfänger, jetzt war dann wahrscheinlich irgendwie so ein Experte oder sowas. Und sein zweiter Account, der hat die ganze Zeit nur Tore geschossen. Mhm. Ja, solche Overpower-Anfänger kenne ich auch. LOL. Deswegen finde ich, sollte man so machen wie bei den. Wie hier beim Wettkampf. Dass man ein bisschen mit Spielen beginnt und dann sagt man, ja, ich will jetzt, dass man ab jetzt soll es losgehen mit Punkten oder sagen wir nach 20 Spielen geht automatisch los. Mhm. Oder man kann es früher aktivieren. Und da muss man 10 Spiele machen, da steht jetzt zum Beispiel Rang wird bearbeitet unten. Okay. Ja, keine Ahnung, oder halt irgendwas, oder steht halt noch gar nichts. Und dann nach 10 Spielen sagt ihr denen halt so, ja okay, du bist ein Anfänger oder ein Amateur oder sowas oder halt ein Profi, weil ja. Das finde ich macht mehr Sinn als irgendwie so was zu beschreiben. Es wäre schon ganz sinnvoll, glaube ich mal, aber das Problem wäre, dass viele dann frustriert werden, wenn das Spiel dann sagt, hey, du Noob, du kannst gar nichts. Wie meinen sie jetzt, du bist viel zu gut für einen Semi-Pro, warum bist du dann beleidigt? Oder meinen sie, du bist zu schlecht? Man sagt zum Beispiel, ich habe einen Typen gesehen, der hat irgendwie geschrieben, nee, ich bin immer noch schlecht. Fand ich dann nicht so nett von dem, ja, aber... Okay. Ist dann mehr so ein Lob schon fast, oder was? So, zurück zum Match, ich würde sagen, das haben wir relativ einfach und souverän gewonnen. Also wirklich easy, ich denke mal so, da waren wir krass. Also an meinem Torjubel muss ich noch üben. Jetzt habe ich doch glatt Tor kassiert gegen diese schlechten Gegner. Tor vom Zerstörer. Aber dieser Zerstörer, der hat diesen zweiten Octane, glaube ich, diesen besseren. Octane ist das ein? Ja, ich glaube schon, weil der ist so rund. Der sieht auf jeden Fall so aus, oder? Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich schaue ihn mir jetzt mal an. So. Okay. Hallo, Zerstörer, bist du bitte? Was habe ich gemacht? Der Ball liegt da so unbeachtet rum. Du musst jetzt immer in der Nähe von Zerstörer fahren. Ja, ich schau gerade. Hallo. Der bewegt sich irgendwie so schnell. Bitte sag. Ich wollte gerade lästern, dass der Zerstörer am Ball vorbeigefahren ist. Was mache ich in dem Moment? Besser. Hey, wo ist der? So, bleib mal hier, Zerstörer. Halt, stopp! Ja, da hat er schon ZSR. Aber was war das für ein Tor? Das muss man sich mal anschauen. Ich flieg so nach hinten weg. Also ich sag mal 5-1. Das ist jetzt eigentlich so normal. Alles klappt! Der Zerstörer macht auch Faxen. Ja. Er hat diesen Trick verwendet bei diesem Anstoß, wenn alle vier auf derselben Position sind. Also wenn du zu viert spielst. Ja. Dann kannst du auch einfach nach hinten eine Rückwärtssalto machen und ein bisschen lenken. Und dann bist du direkt bei einem 100er Boost. Ja, das ist super. Und
Er hat direkt E-Sports ja geschaut, das mache ich öfter so. Ja, E-Sports hat zu schauen. Was für ein Scheiß. Ich hab's gar nicht gesehen, aber du hast 3 Sachen gleichzeitig bekommen. Hier, das war so dummes. Lol. WTF, ja, der schreibt schon. Ja, er schreibt schon. Oh, und sein Mate ist gelebt, der Arme. Das ist wirklich. Und vor allem, er selber ist ja auch nicht wirklich der Beste, also da hat er jetzt echt Probleme, glaube ich. Besser als ich, also. Ach so, arm. Okay, nee, doch nicht. Ja, ich er hat weniger Punkte als 4-2. Ups. Sehr gut gemacht, also dafür ja, ist wirklich 10 Punkte. Ich muss dich doch jetzt nicht noch anstrengen. Wenn du 10 Punkte zu bekommen, dann hast du das Doppelte. Oh, hast du schon, du hast schon mehr als das Doppelte. Super. Ist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, mein Handy direkt neben dem Mikrofon zu legen, welches die ganze Zeit vibriert. Oh, ach, und Mann. Aber ich sag mal so, ich habe mich jetzt auch wirklich nicht angestrengt, also. Ja, stimmt. Ja. Das Licht da nicht angestrengt, so als würde es. Ich streng mich doch nicht für den an, das geht ja nicht. Au. Der ist doch glatt zerstört, so eine. Ich räche dich. Nee, räche ich doch nicht. Ich zerstöre ihn einfach jetzt eiskalt. Nein! Ich bin doch vorbeigefahren, warum? Ah Mann, ich habe ihn nur geschubst, ich will ihn. Ich farm dabei mal Bodytreffer, ne? Ja, farm mal Bodytreffer. Mann, immer schubse ich ihn, aber nie wird er zerstört. Ich glaube, ich habe zu wenig Boost. Du musst schaffen, dass diese Bußstrahl hinter dir kommt. Da, wo du den auch auswechseln kannst, wenn du mal aber hättest. Nein, der Bußstrahl ist schon wieder weg, ach Mann. Warte. Ja, warte mal. Wo ist der? Da. Da. Warte mal. Ja, okay, das Tor, das können wir eh. Okay, nein, du machst es schon. Warte mal. Und. Die spielen ja, so ich hab ihn zerstört. Ja. Warum? Weiß auch nicht. Weiß nicht, das war der Drang. Der in der Luft da oben hier hoch berührt. Nein, ich hab ihn nicht schon nochmal zerstört. Ich wollte ihn nochmal zerstören. Weil er ist der Zerstörer, weißt du, das ist lustig. Den Zerstörer zu zerstören. Nice. Gewonnen. Ich habe auf dem Auto gestoppt. Oh, wir spielen gegen einen G2-Fan. Ich als NRG-Fan bei Rocket League, das ist ja mein Feind. Ja, dann zerstör den mal. Du musst dir einen Zerstörer ein Beispiel nehmen. Spiel mit einem Breakout S. Ich finde das Breakout S ist an sich so extrem stylisch. Man kann es auch richtig gut halt dafür sorgen, dass es cool aussieht. Also mit dazu spielen ist schon so ein bisschen. Naja, gefällt mir nicht wirklich. Ja, hier ist, das sieht eigentlich ganz cool aus, aber. Wer schön sein will, muss leiden, das ist das Problem. Ja, ich habe ja auch das Auto, ich habe ein Auto genommen, einfach ohne Aufkleber. Einfach nur den Standard-orangen Boost mit den Standardfarben. Und für das Blaue habe ich dann einen blauen Boost genommen, weil ich finde, orange Boost passt für ein Auto nicht. Einfach nur standard blauen Boost, das heißt sozusagen das hässlichste Auto, was man sich machen kann. Das hässlichste? Okay. Ja. Also irgendwie komme ich damit extrem gut zurecht, weil dadurch fokussiert man sich mehr auf das Gameplay und nicht auf das Auto. Ja gut, also ich fokussiere mich generell nicht so viel auf mein Auto, aber du mal mit deinen Leuchtaufklebern da, also da kann man sich das mal schon vorstellen, dass man sich mal aufs Auto konzentriert. Nein! Warum? Womit haben wir das verdient? Vor allem fokussiere ich mich richtig oft auf meine Reifen. Zum Beispiel habe ich jetzt so Reifen, das ist ein Clockwork. Und die bewegen, das ist halt so eine Uhr mit Stunden, Minuten und so Zeiger. Und da wollte ich immer schon herausfinden, ob sich der Stundenzeiger auch bewegt. Okay. Weil ich sehe denn, wie sich so wirklich bewegen. Mal schauen. Hier doch, der bewegt mich auch. Vielleicht zeigen die ja immer die Uhrzeit an, die richtige. Das kann ja sein. Nein, die Sekundenzeiger bewegt die dann viel zu schnell. Bitte hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ihn noch berührt. Ja gut, also so schnell kann man seine Führung wieder verlieren. Das war der G2-Fan. Bringst du in die Mitte? Ja, hoffe ich mal. Kommt der in die Mitte? Ja, der kommt an. Besser. Sorry. Ja, der muss sich schon wieder entschuldigen. Warum macht das nicht im Team-Chat? Das wäre doch besser. Du kannst es nicht im Team-Chat schreiben. Nicht? Du musst es dann Y. Ah ja, ich verstehe. Topic schreiben. Ah ja, da muss man das so noch selber eintippen, das ist ja voll kacke. Och was, wie mache ich das schon wieder? Egal, besser gratis Tor finde ich. Ich finde Tobi Blau irgendwie mega cool, dieser Dab. Also, ja gut, also ich finde es auch cool bis auf den Dab. Was war das?
Psionics verwendet er richtig auf die Trends. Oh, das war schön. Die Trends, also dieser Dab, hier, schau dir mal diesen Anstoß an. Alle auf einem Haus. Zum Beispiel der Dab oder der Fidget Spinner, der Ralf macht auch FGSP, Fidget Spinner. Ja, ja. Aber das ist schon witzig, also, ja, die ganzen Trends. Warte mal, mag ich. Was war denn letztes noch so ein toller Trend, den sie hätten aufnehmen können? Diesen neuen Dance, diesen... Also Fortnite, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Fortnite so beliebt ist. Ich meine, ich bin ja nicht gerade wirklich der größte Fortnite-Fan. Yep. Aber weil Fortnite diese ganzen aktuellen Sachen einbaut, zum Beispiel diese Tänze da. Ach, den gibt's da jetzt auch. Diesen komischen Tanz da mit vor und zurück, ja. Also ich, ja, ich habe keine Ahnung, wie man den nennt, aber wenn er einen Namen hätte, dann würde er auf jeden Fall zu Tode gehatet werden. Ich finde auch lustig, Rex Tagebuch ist irgendwie auch komplett out, keine Ahnung. Ja gut, der Autor, der schreibt jedes Jahr noch ein Buch und dann war es das halt. Es redet das halt keiner so, mehr drüber. Man merkt es so, das ist so wie bei vielen anderen Sachen. Eins und zwei, also Teil, die ersten paar Teile wurden immer so mit Liebe gemacht, ja, und viel reingesteckt und dann irgendwann hat man es nur wegen Geld gemacht. Das merkt man bei Star Wars. Ja, ich meine, ich will ja das nicht damit ausschließen, dass Star Wars Episode 7, 8, ja, 9 gibt es schon, keine Ahnung. Für nee, gibt's noch nicht. Ist einfach eine Geldmaschine. Das will ich damit nicht sagen. Ich will sagen, dass eigentlich ab Episode die Story vorbei war und man es irgendwie an den Haaren sozusagen hergezogen hat, wenn also man das so sagen kann. Star Wars war es wirklich so. Der siebte Teil, der war wirklich, also handlungstechnisch war es eine Katastrophe. Ach und auch bei Gregs Tagebuch merkt man das, dass irgendwann einfach nur dem Autor die Ideen ausgegangen sind, aber er irgendwie Geld braucht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Tribute von Palin gelesen habt. Wenn ja, bei mir war das dasselbe. Teil 1 war super, Teil 2 war immer noch ganz cool eigentlich und Teil 3 war dann schlecht. Oh nein. Steht unentschieden, das ist ja, das ist cool. Okay, steht kein, nicht mehr unentschieden. Boah, irgendwie habe ich schon sowas erwartet. Wir kloppen uns wieder irgendwo am Start darum und dann muss ja einer von hinten kommen. Real schon wieder. Ich komme. Okay, du schaffst es auch. Besser. Nein, ich habe dich nicht richtig geschubst. Wenn ich dich richtig geschubst hätte, wäre es glaube ich sogar toll gewesen. Ja. Ja. Ja, ich habe ja, du hast die Standard-Tastatur-Einstellungen, ne? Ja, ja. Ich habe ja Sprung und Ballkamera getauscht. Ich habe Sprung auf Leertaste getan, weil es bei den meisten Spielen so ist. Ach man, wir müssen es nochmal spannend machen, oder? Ja. Ja, natürlich, sonst ist es doch langweilig, ja, so. Ja. Das ist sonst echt ein bisschen langweilig. Ich sag mal so, wegen der Steuerung her, ich denke, es ist halt wirklich Gewöhnungssache. Also, oh, der Sprung sollte nach vorne gehen. Wie gesagt, ich habe extrem lang Minecraft gespielt und in Minecraft ist es halt auch so und deswegen. Ja. Ja. Also, diese Aussage, ich habe extrem lang Minecraft gespielt, werde ich dann dahin bauen, wo du gesagt hast, dass dieser eine Boost wie Minecraft aussieht. Und da habe ich ja gesagt, dass er dir gefällt und dann. Ja, genau. Ich finde ihn trotzdem extrem hässlich. Der heißt auch Pixel Fire. Und irgendwie so, ich bin Minecraft-Fan, ich finde das Spiel auch cool, vor allem die ganzen Mod-Sachen und Server und so. Ja, ich denke, man kann es auch cool finden, doch, durchaus, ja. Yay. Okay, dann, ich habe Fats bekommen, diesen hässlichen Hut da. Ich habe jetzt auch so eine Kiste nach Spielerwahl gekriegt, das freut mich. Okay, ich verabschiede mich jetzt. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, bis dann. Mach's gut. Ciao.